und letzte Woche war es dann auch irgendwie ganz schön schwer und ich dachte, es ist verletzend und frustrierend, wenn wir etwas sagen, aber niemand hört zu. Passiert ist das wahrscheinlich jedem schon mal. Manchmal macht es einfach die Situation. In lauten, unübersichtlichen Umgebungen kann jeder untergehen. Aber was ist, wenn es sich nicht um einen Einzelfall handelt? Wenn so langsam das Gefühl aufkommt, dass wir immer wieder ignoriert werden und ungehört bleiben, dann kommen wir darüber nicht so einfach hinweg. Und leider gibt es auch keine Patentlösung dafür, wie sich das ändern lässt. Vielleicht umgibst du dich mit den falschen Menschen, die dich schlecht behandeln. Oder aber dir fehlt die Präsenz, um Aufmerksamkeit auch mal einzufordern. Und noch komplizierter wird es, wenn jemand deine Worte hört, aber nicht versteht. Zunächst möchte ich dir sagen, dass es okay ist, dich schlecht zu fühlen, wenn du nicht gehört wirst. Und ich möchte auch nicht die Ironie komplett ausblenden, dass ich auf einem YouTube-Kanal darüber spreche, nicht gehört zu werden. Aber das Wichtigste ist wohl, die Welt wird sich auch nicht einfach so ändern. Ob deine Umwelt schuld ist oder du selbst oder eine Mischung vorliegt, wenn du dir Gehör verschaffen willst, musst du auch etwas verändern. Von Freunden, Partnern und Verwandten dürfen wir einfordern, dass sie uns zuhören. Natürlich nicht 24 Stunden am Tag. Aber wer zu unseren engen Verbindungen zählt, sollte auch in der Lage sein, zuzuhören. Wenn dich jemand ständig unterbricht, jemand gar nicht erst zuhört oder zwar hinzuhören scheint, aber überhaupt nicht wissen will, was du wirklich meinst, naja, dann sprich das an. In einigen Fällen steckt dahinter keine böse Absicht. Schlechte Angewohnheiten haben wir alle. Und diejenigen, die gar nicht bemerkt haben, dass sie dich damit verletzen, werden versuchen, es in Zukunft besser zu machen. Dabei müssen wir auch immer daran denken, dass es gut sein kann, dass wir auch schon mal jemanden unterbrochen oder nicht richtig zugehört haben. Doch wenn wir das Problem angesprochen haben und eine patzige oder gar keine Reaktion kommt, dann muss auch ein Umdenken stattfinden. Wenn es beim Gegenüber nicht geschieht, nehmen wir es halt selbst in die Hand. Diese Menschen erhalten dann weniger Zeit. Treffen mit solchen Leuten sind meist eh besonders anstrengend. Sich da zurückzuziehen, ist legitim. Ganz besonders, wenn diese Menschen erwarten, dass du richtig zuhörst und bitte stets aufmerksam bist. Was doch mehr als heuchlerisch ist. Es ist nicht fair, jemanden aus deinem Leben zu verbannen, weil er sich mal etwas daneben benommen hat. Aber wenn du das Problem angesprochen hast, wahrscheinlich sogar mehrfach, und es keine Veränderung gibt, dann bist du auch nichts mehr schuldig. Und denke immer dran. Lebenszeit ist begrenzt und wenn du sie nicht mehr an jemanden gibst, der dich respektlos behandelt, kannst du sie an jemanden geben, der dich schätzt. Heutzutage wird um jede Sekunde der Aufmerksamkeit gerungen. Wenn du sprichst, konkurrierst du also oft mit Smartphones, anderen Menschen und eigentlich irgendwie der ganzen Welt. Und wenn dir etwas auf der Seele lastet, dann sollte das überhaupt keine Rolle spielen. Die wichtigsten Menschen deines Lebens sollten nicht zögern, das Smartphone wegzulegen, wenn es um Herzensangelegenheiten geht. Aber darum geht es ja nicht immer. Wir reden ja auch mal über die nervigen Kollegen, über etwas, was im Fernsehen lief, über das Haustier. Können wir dann wirklich immer ungeteilte Aufmerksamkeit erwarten? Schwierige Frage. Klar, wenn du dir jedes Detail aus dem Leben der anderen anhören sollst, ist es unfair, wenn du nur über die wichtigsten Dinge des Lebens sprechen darfst. Aber wie wir eine Geschichte erzählen, ob wir laut genug sprechen und vor allem, ob wir die Relevanz herausstellen, kann Einfluss darauf haben, wie gut wir gehört werden. Manchen Menschen hört man sogar gerne zu, wenn sie über Ameisen auf dem Bürgersteig sprechen. Aber nicht jeder ist mit Charisma gesegnet oder will es sich erarbeiten. Dann bleibt nur der Weg über richtige Themenwahl. Wenn du super wichtige Gedanken zur Gartenarbeit hast, dann erwarte vielleicht nicht, dass deine Mutter dir zuhört, für die Bio Abfall ist. Bio ist für mich Abfall. Wenn du ein so großer Percy Jackson-Fan bist, dass du deinen Kater nach ihm benannt hast, dann erwarte nicht, dass deine 80-jährigen Nachbar-Omis zuhören. Wir haben durchaus das Recht, gehört zu werden. Aber wir haben auch kein Anrecht auf dauerhafte, ungeteilte Aufmerksamkeit. Manchmal kommt das Gefühl vom Ungleichgewicht nämlich auch daher, dass man nie Grenzen gesetzt hat, wenn es um das Zuhören geht. Wenn du für 5 verschiedene Menschen das offene Ohr bist, ist das möglicherweise auch zu viel. Und der Eindruck wächst, dass du 100 Geschichten am Tag hörst, deine 5 Geschichten aber niemand hören will. Wie gesagt, lass dich nicht schlecht behandeln. Aber sofern es sich eben nicht um ein paar schlechte Unterhaltung handelt, sondern um ein wiederholtes Problem, kannst nur du etwas verändern. Eine Möglichkeit ist es, für bestimmte Themen die richtigen Ohren zu finden. Klar, ich wünsche dir Personen im Leben, die sich von deiner Begeisterung für ein Thema anstecken lassen, auch wenn sie selbst nicht viel damit anfangen können. Das sind wundervolle Menschen, aber eben auch sehr seltene Menschen. Wenn du sie nicht hast, such dir diejenigen, die deine Leidenschaften bereits teilen und somit ein Interesse daran haben, sich mit dir auszutauschen und somit auch zuzuhören.
Es ist nicht leicht, Gleichgesinnte zu finden. Ganz besonders, wenn wir das Gefühl haben, anders als die allermeisten anderen Menschen zu sein. Aber wir haben heutzutage das Wundermittel Internet zur Hand. Wenn du hier bist, weiß ich ja mit Sicherheit, dass du einen Internetzugang hast. Also, bei all dem berechtigten Gerede darum, dass wir aufpassen müssen, nicht zu sehr online zu leben, muss auch klar sein, wenn in deinem direkten Umfeld niemand ist, der dich ernst nimmt und dir zuhört, na dann sind Online-Kontakte doch super. Oder du schaust dich in der realen Welt nach Treffpunkten um. Buchclubs, Hobbyvereine, Szenetreffs sind nicht frei von tauben Ohren, aber sie steigern die Chance, auf offene Ohren zu treffen, die deine Interessen teilen. Ich weiß auch, es fühlt sich wahrscheinlich nicht ganz fair an, dass du auf die Suche gehen und dein Leben unter Umständen stark umstellen musst. Gerade für diejenigen, die immer zuhören, aber nie gehört werden, ist es einfach beschissen. Zumal da draußen so viele Menschen herumlaufen, die einfach Tag und Nacht erzählen und immer jemanden finden, der ihnen zuhört. Aber den Kopf in den Sand zu stecken, bringt halt auch nichts. Wie eingangs schon erwähnt, die Welt wird sich nicht einfach so verändern und leider wohl auch so schnell nicht wieder besser werden. Wir können uns zwar wünschen, dass wir wieder mehr Zeit, Aufmerksamkeit und Verständnis füreinander entwickeln, aber es bleibt wohl erstmal ein Wunschtraum. Dadurch bleibt nur der individuelle Ansatz zurück, bei dem du deinen sozialen Kreis aktiver und achtsamer gestalten musst. Manch einer fliegt raus, manch einer bekommt weniger Zeit und hoffentlich finden sich dann auch irgendwann neue Kontakte. Und mit einer letzten Nachricht will ich dich verabschieden. Sich nicht gehört und sich dadurch vielleicht auch einsam zu fühlen, ist kein Problem speziell von dir. Es ist weit verbreitet. Es tut weh und es ist auf Dauer zermürbend. Aber glaube niemals, dass es nur dir so geht. Wirf mal einen Blick auf die Aufrufzahlen dieses Videos. Ironischerweise ist nicht gehört zu werden eine verbindende Erfahrung. Manchmal hilft es da schon zu wissen, dass wir nicht alleine sind. Und dazu kannst du auch etwas beitragen, indem du deine Erfahrungen und Tipps teilst. Die Chance ist hier vielleicht höher, auf offene Ohren und Augen zu treffen.